Hallo zusammen und willkommen zurück hier zur vierten Folge von Sims hier auf meinem Kanal. Wir bauen gleich zügig weiter. Ich werde mal schauen, wie weit wir kommen in dieser Folge, ob ich vielleicht sogar eine Doppelfolge mache oder wirklich auch wieder die rund 20 Minuten einhalten werde. Wir schauen mal. Also, wo sind wir letztes Mal stecken geblieben? Wir haben den Umschwung ein bisschen gemacht, hier den Arbeitsschuppen gemacht. Und jetzt geht es darum, hier die vor dem Haus, also der Zutritt zum Haus, haben wir noch einen Pfosten, der noch ein bisschen besser verarbeitet werden muss. Und dann vielleicht noch ein bisschen Garten bauen, je nachdem. Mal schauen, wie weit wir hier kommen. Für jene, die nicht wissen oder die Folge nicht gesehen haben, schaut doch am besten rein. Ich habe jetzt drei, also mit diesem hier sind es jetzt vier Videos, vier Folgen, wo wir wirklich dieses Haus, diese Familie von Grund auf gebaut haben. Von daher schaut doch einfach Folge 1, 2, 3, 4 und dann natürlich 5, 6, je nachdem, wie weit wir da noch gehen. Gut, also. Jetzt muss ich mal kurz mich ein bisschen sammeln und schauen, was wir da tun können. Also, wir haben ja da den Eingang gehabt und den Weg haben wir separat dann gemacht. Oder respektive diese Säule haben wir nachträglich montiert. Und deshalb würde ich vorschlagen, muss ich hier mal dieses Geländer da mal wegnehmen. Noch die richtige Taste drücken, dann ist gut. So, das kann auch mal weg hier. Das kann auch weg, so. Und dann machen wir mal den Boden noch weg, damit wir eigentlich von vorne beginnen können. Wir nehmen gerade den gleichen Boden, wie wir hinten gebraucht haben, layoutmäßig. Das war, glaube ich, der da. Yes! Also hier der Eingang und dann kommen wir da rund um die Säule quasi. Und hier natürlich der Hauptplatz, respektive da, wo die Zeitung gebracht wird, da wo man wartet fürs Taxi, wenn man mal in die Stadt fahren möchte, wenn man Tiere kaufen möchte, wenn man Lebensmittel kaufen möchte oder sonstige Sachen oder sonst Ausflüge. Und ich mache das mal so, dass ich hier quasi zumache. So, und dann kommen wir dahin, damit das Ganze so ein bisschen eingemacht ist, der Eingangsbereich, wobei hier ist es doch, ich mache das trotzdem, werde dann vielleicht hier öffnen, wenn wir hier da einen Weg weitermachen. Jetzt ist es so, hier sieht man jetzt, dass ich hier nicht weiterkomme. Das ist das Problem, weil mein Grundstück geht bis hier, wenn man es gut sehen kann, also das heißt, man sieht ja hier quasi dieser Bereich hier, der ist so gekachelt und dann hier nichts mehr, also nicht die Platten, das könnt ihr vergessen, das ist einfach der Weg, sondern auch hier, da müsste es auch gekachelt sein oder hier dann auch. Und das ist das Problem, dass ich hier nicht weitergehen kann, weil hier ist tatsächlich mein Grundstück zu Ende und ich kann nicht bis ans Grundstück ran irgendetwas bauen oder hinstellen, je nach Objekte, was es natürlich ist, aber grundsätzlich ist es so. Da gibt es einen Trick und den kann man hervorholen, also sogenannter Cheat. Ich drücke Shift, Ctrl, Alt und C, damit ich oben hier oben links dann die Eingabe habe. Den Begriff Rosebud kennt ihr ja, das ist für Geld. He? Dann gibt es Geld und wenn ihr dann wieder die Eingabe rausnehmt, Ausrufezeichen, Strich, Komma, Ausrufezeichen, Strich, Komma, so, dann wiederholt es sich immer und immer wieder, das gibt immer Geld. So, in die gleiche Menüzeile kann ich aber auch noch etwas anderes eingeben, und zwar, dass ich, wie gesagt, mein Grundstück quasi erweitern kann. Ohne, das kostet mich, glaube ich, gar nichts, kann ich einfach so. Und zwar heißt das einfach Map unterstrich Edit on. Und jetzt seht ihr, hat sich das Bild auch verändert und jetzt
kann ich hier mal ein bisschen verkleinern wieder. Und jetzt seht ihr zum Beispiel, hier ist der Unterschied genau richtig oder gut zu erkennen. Hier ist es eher dunkel und hier sind die Kacheln quasi so, ja, hell, sage ich jetzt mal, je nach Bodenunterlage natürlich. Das heißt, das ist mein Grundstück und hier, was heller ist, das ist nicht mein Grundstück. Jetzt kann ich einfach die einzelnen Kacheln anklicken, die ich gerne als mein Grundstück haben möchte. Das ist gar kein Problem, da kann ich einfach dann durchfahren und ich kann mir diesen Bereich hier als Grundstück einfach einholen, ohne dass ich da irgendetwas bezahlen oder machen muss. Ich kann auch sagen, okay, ich will hier gegenüber der Straße, dass das noch mein Grundstück ist, zum Beispiel, um einen Komposter oder Entsorgungskasten oder irgendetwas hinzustellen, das ist gar kein Problem. Hier will ich auch, dass es zum Beispiel schön eckig wird hier. Und das Gegenteil kann ich auch, ich habe gerade falsch geklickt, ihr habt es gesehen, also wenn ich sage, okay, diesen Bereich da will ich nicht mehr, dass der zu meinem Land gehört, zu meinem Grundstück, kann ich das auch einfach das Gegenteil machen und da könnte ich jetzt hier nichts mehr draufstellen, nichts mehr bauen, aber das wollen wir ja nicht, wir wollen ja so viel wie möglich haben, dass wir da viel Land zur Verfügung haben. Wenn ich dann wieder zurückgehen will ins normale Modus, dann wieder diese Eingabeaufforderung hervorholen, dann Map Bodenschritt Edit. Edit heißt editieren, umändern und dann nicht on. On ist zum Aktivieren, dann einfach off eingeben und wir sind wieder im normalen Baubereich. So. Also, und jetzt ist das eigentlich hier auch gar kein Problem mehr. Jetzt kann ich hier problemlos hier dieses Geländer machen bis an die Straße ran, wie ich das gerne möchte. Hier zum Beispiel kann ich das so machen. Ich mache immer gerne zweispurig, weil wir wissen ja, Sims sind nicht gerade intelligent, was solches angeht. Das heißt, wenn da zwei Personen gleichzeitig laufen, dann gibt es immer ein Problem oder schmeißen sie den Müll einfach auf den Boden. Ja, mit der Ausrede, ich komme ja nicht weiter, selber schuld. Ja, man weiß ja, wie Sims ist. Man sieht jetzt zum Beispiel, ich nur kurz zum Zeigen, hier auf der Straßenseite habe ich ja hier auch einige Kacheln als mein Land eingenommen. Das sieht man jetzt ganz gut. Im Prinzip, also hier, da sind keine Kacheln oder keine Linien und hier, da sind so einzelne Kacheln eingezeichnet, das heißt, das gehört mir. Da könnte ich jetzt zum Beispiel, es ist jetzt doof, aber ich könnte mir zum Beispiel sagen, okay, ich stelle da einen Flipperkasten hin, mitten auf die Straße oder neben die Straße quasi. Das ist alles möglich. Also, falls ihr mal zu wenig Land habt oder ich sage jetzt mal auch, ja, weiß auch nicht, hier zum Beispiel, da hinten, da ist so eine komische Ecke. Da sieht man zum Beispiel hier, wo es ein bisschen dünkler ist. Ja, das ist jetzt doof, da möchte ich vielleicht mein Schwimmbad ein bisschen erweitern, aber weil ich hier nicht begradigen kann, weil das nicht mein Land ist, kann ich da nicht weitergehen. Also könnte ich theoretisch mir auch sagen, okay, ich nehme hier einfach dieses Stück aus mein Land ein und kann das dann begradigen oder auch entsprechend bearbeiten oder etwas da hinstellen. Also das ist durchaus möglich. Ist nicht ganz, ja, spielgerecht, ist halt natürlich geschummelt, sobald ein Cheat in die Sache kommt, aber letztendlich, was soll's, man tut damit niemandem weh und wem es nicht passt, der soll es einfach sein lassen. So, jetzt mache ich das so, ich stelle hier noch eine Platte so ein bisschen andersfarbig hin, damit es ein bisschen Kontrast gibt und ja. Das ist also jetzt der Eingangsbereich und im Eingangsbereich, da können wir zum Beispiel sagen, okay, wir stellen da noch, was haben wir da innen schon Blumen, haben wir die roten, dann stellen wir draußen vielleicht, ja, vielleicht so einen Topf hin da, damit da der Eingangsbereich auch ein bisschen blumig daherkommt, zum Beispiel, und weiß auch nicht, irgendwie als Dekoration, sage ich jetzt mal, vielleicht hier so ein Rad, mal geschenkt bekommen, halt da hingestellt und ja, also da ist man wirklich frei, da kann man auch auswählen und so ist es gestaltet, wie man will. Ich mache auch nicht jedes Grundstück gleich, also manchmal habe ich so verrückte Ideen, das zeige ich dann in einer weiteren Folge dann, vielleicht der nächsten oder übernächsten, werde ich euch mal ein bisschen meine Häuser zeigen.
Entschuldigung, vor allem ein paar, und das hätte ich, also da sind zum Teil ganz verrückte Ideen, die ich einfach mal ausprobieren will zum Teil, oder mir kommt etwas in den Sinn und dann probiere ich das und wenn es klappt, dann klappt es und sonst lösche ich es halt einfach wieder. Also, was machen wir jetzt hier vorne? Da stelle ich jetzt zum Beispiel noch eine Bank hin. Es ist ja so, dass wenn wir, damals musste man das noch telefonisch machen, da gab es noch kein SMS oder WhatsApp oder online bestellen, sondern wenn ihr da zum Beispiel ein Taxi rufen, um irgendwo hinzufahren, eben wie gesagt in die Stadt, dann ist es so, dass der Sims zwischen der Zeit, wenn ich angerufen habe und der Taxi kommt, oft irgendetwas Doofes anfängt. Das heißt, es kann sein, dass er sich auszieht und unter die Dusche geht oder ein Bad nehmen will, dummerweise auch den Grill anschmeißt und so weiter. Und dass das nicht passiert, habe ich mir einen Trick angewendet. Das heißt, sobald ich quasi den Anruf getätigt habe, die Bestellung vom Taxi betätigt habe, dann setze ich den Sim irgendwo hier in den Bereich hin, wo eben der Taxi dann auch hält. Das heißt, zum Beispiel hier auf die Bank oder einfach hin, dass er einfach da steht oder vorne hier etwas macht, sei es, ich weiß auch nicht, kurz die Zeitung lesen oder irgendetwas, dass er möglichst in der Nähe ist, wenn da der Taxi kommt. Weil das ist immer Zeit, wir wissen ja, wie schnell die Spiellaufzeit quasi in diesen Spielen Sims abläuft, also sehr zu schnell, sage ich jetzt mal, und da ist jede Sekunde, sage ich jetzt mal, Gold wert. Aber das ist, wie gesagt, die Spielweise, das ist auch bei allen bestimmt ein bisschen anders und das ist auch das Schöne daran, jeder kann das so ein bisschen in die Hände nehmen und so, wie er das gerne möchte. So, ich setze hier nochmal zwei Laternen hin, warum auch nicht, und wieso nicht hier vielleicht so ein bisschen, wo haben wir das, hier bei dem Baumodus, so ein paar Blumen. Vielleicht ein bisschen verschiedenfarbig, sage ich jetzt mal. So etwas, das ist doch ganz etwas Schönes, voilà. Die werden dann noch blühen, glaube ich, wenn sie Wasser kriegen. Ja, das ist eigentlich dann vom Eingang her schon relativ gut. Also einige machen einen Zaun rundherum, andere nicht. Und wie nochmal, das ist jedem wirklich freigestellt. So, und was ich jetzt noch mache, ist, ich mache für den Rest hier, mache ich einen Hag, eine Hecke. Hag, ja, bei uns ist es ein Hag, hat nichts zu tun mit Kaffeehag. Ja. Und zwar setze ich das hier auf diese Linie quasi, dass unser Grundstück auch ein bisschen abgegrenzt ist. Das heißt nicht, dass da Kinder und Tiere da, apropos Tiere, da komme ich auch noch zu etwas, nicht, dass die da frei in mein Grundstück gehen oder was auch immer. Da mache ich gerne immer ein bisschen eine Umrandung. Und das ist bei mir als Person so. Also wenn ich wahrscheinlich mal ein eigenes Haus hätte, dann wäre das nicht anders. Und ich habe einfach gerne, wenn das Grundstück quasi so ein bisschen eingezäunt ist. Dass man ein bisschen für sich ist, nicht einfach direkt so auf die Straße sieht oder was auch immer. Sondern dass man da wirklich für sich ein bisschen ist, hat nichts zu tun mit Egoismus oder sich verstecken müssen oder was auch immer, sondern ich persönlich, ich finde es einfach gemütlicher. Ich weiß nicht, wie ihr das habt, wie das bei euch so ist, aber ja. Dann kann ich ja das mal ein bisschen umdrehen da, dass ich da besser sehe. Und dann ist es auch so, dass wenn zum Beispiel Besucher kommen oder irgendetwas hier beim Spiel, dass die auch nicht von allen Seiten zum Haus ran laufen, sondern nehmen sie wirklich normalerweise einen offiziellen Haupteingang. Und ja, da weiß man, entweder sind dann Leute auf dem Grundstück oder nicht und nicht, dass die da frei auch im Zeugsum rundherum laufen oder er ging schief, muss ich dann gerade wegnehmen. So. Das ist natürlich alles Geld, was da abgezogen wird. Also jede einzelne Hecke hier kostet. So. Und die da nehmen wir mal weg. Die können wir wieder verkaufen. So. Also dann ist das auch schon geregelt. Und was ich jetzt noch mache, ist hier einen Zuweg quasi, dass man auch statt nur innenrum auch außenrum zur Terrasse laufen kann. Das mache ich auch immer so.
mit einem Doppelweg, hätte ich auch gerade sofort machen können. Und dann kann ich nämlich hier das wieder öffnen und ich mache es dann oft so, dass ich hier einfach so ein bisschen, dass man sieht, aha, hier geht es weiter, aber hier muss ich jetzt nicht unbedingt mehr schließen, weil hier entweder ist man hier auf dem Grundstück oder nicht. So, kurze Zwischenbilanz zeitlich, ja, wir sind bei 5 Minuten. Ich werde wahrscheinlich noch eine Folge, also respektive nochmal 20 Minuten anhängen hier. Es geht immer so schnell vorbei und mal schauen. Und ja, doch, machen wir. Doch, wir machen es. Ich setze nachher noch einmal 20 Minuten dran. Ihr seid ja frei, ob ihr die ganze Folge an einem Stück sehen wollt oder ob ihr da zwischendurch noch Pause machen möchtet. So, mal gucken. Jetzt haben wir hier auch noch einen Zugang gemacht. Und dann ist es oft so, dass ich das auch beleuchtend mache. Und wir haben jetzt hier diese, wie sagen Sie, diese türkische Wandleuchter. Finde ich relativ cool, so auf dieser Kachelwand hier. Da setze ich jetzt einfach noch ein paar davon ein, dass auch einheitlich ein bisschen das Zeug beleuchtet ist hier. Ja, hier geht es halt nicht anders so. Und wir haben auch hier hinten haben wir davon. Und hier setze ich auch noch eine, damit es da im Dreieck passt. Und ich glaube, hier ist überall eine. Ich könnte ja vielleicht hier noch eine, zwei und dran machen. Hier ist es auch. Also von daher, Beleuchtung ist das A und O, sage ich jetzt mal bei den Sims. Also wenn nicht richtig ausgeleuchtet sind, dann geht die Stimmungskurve oder der Balken relativ schnell zurück. Ein Schluck Kaffee darf nicht fehlen. Übrigens, falls jemand zuschaut, ich trinke immer wieder gerne Inkarom-Kaffee. Hä? Soweit, so gut. Mehr sage ich dazu gar nicht. Sie gerade überlegen, was wir noch anstellen können hier mit dem restlichen Platz. Kinder haben wir keine, aber es kann ja mal sein, dass ich Besuch bekomme von den Nachbarn. Da könnte ich ja vielleicht so ein kindergerechtes Eckelchen einrichten, sage ich dem jetzt mal einfach so. Vielleicht hier so eine Rutsche, aber da müsste ich vielleicht hier den Boden ein bisschen flach machen. Mal gucken hier, ob es zulässt, so ein bisschen ausflachen, ja. So, ein bisschen grün machen wieder. Und dann nehme ich nochmal diese Rutsche und setze die mal hier hin. So. Für die Kiddies. Warum nicht irgendwie noch so eine Feuerstelle? Vielleicht nicht zu nah am Haus. Ich muss nachher kurz noch etwas schauen, ob ich Feuerlöschmelder habe oder nicht. Dann. Haben wir schon? Nö, haben wir nicht. Könnten wir ja diese Ecke hier zum Beispiel benutzen, um hier so einen Basketballkorb hinzustellen. Und bei Basketballkörben mache ich das oft gerne so, dass ich da den Boden noch ein bisschen hervorhebe, damit man auch sieht, aha, da ist etwas. So mit einem bisschen, ja, Spezialboden. So zum Beispiel. Da weiß man, hier in diesem Bereich muss ich spielen. Also nicht ich, sondern der Sim natürlich. Das ist ja klar, ne? Okay, und dann, was könnten wir? Einen Teich. Einen Teich ist auch immer schön, beruhigend. Den können wir ja vielleicht hier vorne hin bauen oder so, hier in dieser Ecke. Muss ich dann nachher schauen, von welcher Seite die Fische gefüttert werden, damit ich noch den Boden dahin gestalten kann. Warum? Wir sind ja zu zweit hier auf dem Spiel. Vielleicht da drüben noch so ein Spielfeld. Hat es Platz von beiden Seiten? Ja, hat es. So,
da müsste ich einfach hier ein bisschen öffnen, weil normalerweise jetzt hat er von nirgends Zugang. Leute, jemand hat mich letztens gefragt bei einem Video, was das ist, was da immer klingt im Hintergrund. Das ist eine Pendule. Ein Pendeluhr, wie man dem sagt, ein Pendule. Also eine Pendeluhr, eine wunderschöne Zenit-Pendeluhr, die hat jetzt gerade wieder, was ist das? 8 Uhr schon wieder geläutet. Also das ist nichts anderes als eine Uhr. Einige haben gemeint, ja, ist das etwas in deinen PCs oder eine PC-Uhr oder etwas, die da leuchtet. Nein, das ist tatsächlich eine Wanduhr. So. So, also hier wieder zurück. Eigentlich wäre ja die Sendung schon zu Ende, aber ich habe euch gesagt, wir machen eine Doppelfolge und deshalb hier mit einer kurzen Werbeunterbrechung. Nein, Werbeunterbrechung war es nicht, aber wir sind einfach wieder da, beziehungsweise ich bin da. So, also das Spielfeld haben wir jetzt auch und... Was könnten wir noch hinbauen? Billardtisch ist auch immer sehr gut für die Sims, gerade wenn es um Stimmung respektive um Konzentration geht. Es gibt ja da dann verschiedene, wie sagt man dem, Sympathiepunkte, die ein Sim haben muss. Und je grüner er ist, desto fröhlicher, desto aufgestellter. Und das sieht immer so, ein Billardtisch, das ist immer so ein Objekt oder ein Spiel, wo er sich relativ schnell Sachen erholt. Also hier haben wir schon ein Schachspiel, dann lasse ich das. Es ist tatsächlich so, dass es mir auch oft keine Mühe gibt, auch draußen mal irgendwie so ein Schachspiel oder irgendetwas hinzustellen. Das ist mir relativ egal, ob jetzt das echt möglich ist oder nicht. Wenn ich Lust dazu habe, dann mache ich es. Das da ist auch immer cool, wenn es dem Sim langweilig ist, vielleicht mal so eine Raketenabschuss Station zu bauen. Feuerstelle haben wir. Gibt's da? Ah ja, vielleicht hier so ein Fernrohr. Das wäre jetzt zum Beispiel etwas, was wir da hinstellen könnten. Wobei, ich weiß nicht, ob er da genug Platz hat. Das werden wir dann sehen, wenn wir da... Ah gut, den kann ich wieder entfernen. So. Ich glaube, das haben wir. Das ist so eine Zaubertrankstation. Das haben wir schon. Kreativ, das haben wir auch. Musikzeugs haben wir, glaube ich, irgendwo, oder? Wo war das? Hier ist das... Ein Piano, Gitarre, ja, auch. Umkleidekabinen brauchen wir nicht unbedingt, aber das klingt jetzt auch doof, aber das mache ich meistens auch so, weil wir ja hier ein Schwimmbädchen haben und das Problem ist, der Sim, der zieht sich ja um, also der geht dann in Badekleidung quasi, wenn er hier reinspringt. Und um sich dann wieder umzuziehen, müsste er quasi die Wohnung rein und bis nach oben oder hier ins Badezimmer. Nein, das mache ich oft dann so, dass ich hier eben draußen auch so einen Kleiderschrank hinstelle. Ich weiß, das ist jetzt wieder mal so etwas, das nicht komplett, nicht unbedingt oder überhaupt nicht realistisch ist, aber es ist praktisch, wenn so ein Kleiderschrank in der Nähe ist, dass auch hier wieder, es ist einfach eine Frage der Zeitsparung, sage ich jetzt mal, wie lange der Sim braucht, ob er hier direkt sich umziehen kann oder zuerst noch durch die ganze Wohnung gehen muss. Dann steht hier vielleicht noch ein zweiter Sim, dann geht er wieder zurück, den anderen Weg. Und ihr wisst, was ich meine. Jene, die Sims spielen, die wissen, was ich meine. Und deshalb hat man da so den einen oder anderen Trick nach den Jahren mal sich angeeignet, wenn man dem so sagen kann.
Wir haben hier noch so zwei praktische Plätzchen und hier haben wir noch so Tiere, die man nehmen kann. So ein Papagei, warum nicht so ein Papagei vorne bei der Straße? Wenn die Kinder durchlaufen, Papagei schauen, auch immer wunderschön. Zaubersachen, ist nicht so mein Ding, muss ich ganz ehrlich sagen. Buttersachen haben wir da irgendwo, wo man Butter machen kann. Und hier genau. Also brauchen wir da eigentlich auch nichts mehr. Vielleicht Dekoration, je nachdem, manchmal noch das eine oder andere. Vielleicht hier so quasi, um das Schwimmbecken ein bisschen abzugrenzen, damit man weiß, Achtung, hier ist etwas anderes oder so, ja. Das ist auch noch etwas, was ich aufstellen muss. Das ist so ein Warnschild oder ein Verbotsschild für Tiere. Es ist so, dass Sims hat ja auch Tiere. Katzen, Hunde kann man da auch wählen und damit auch spielen. Und es ist natürlich dann auch so, dass halt da Fremde dann kommen von anderen Nachbarn, die Hunde haben. Und die kacken dann mir das ganze Grundstück voll, pissen es voll. Und wenn ich diese Tafel aufmache, da wissen die Tiere, Achtung, hier darf ich nicht mehr hinkommen. Und erstens, wenn sie kommen, gehen sie wieder und dann kommen sie auch nicht mehr zurück. Das ist nur so ein bisschen ein Schutz für die Reinigung auf dem eigenen Hof, wollte ich gerade sagen. Aber wir sind ja nicht bei Landwirtschaftssimulator, sondern bei Sims. Also ist es das Grundstück. So. Ich bin mir echt am Überlegen, wie ich die Zeit noch füllen kann. Aber ich glaube, irgendwann muss man es auch gelten lassen. Wenn gut ist, ist gut. Ja. Einbruchsicherung, ja, das haben wir, glaube ich, schon montiert. Aber ja, das ist aber zwar gar nicht so schlecht. Da könnte ich hier auch noch eins, muss ich mal schauen, wo da die Fenster sind. Hier zum Beispiel auch noch eins anbringen, dass, weil er nämlich hier, wenn er hier durchläuft, der kennt der vielleicht unter Umständen nicht. Und vielleicht auch hinten gerade noch bei der Tür. Geht gar nicht. Also hier. Nein, hier. Hier ist besser. Dann nehmen wir den weg. Ah doch, vielleicht hier bei der Tür. Aber natürlich außen. So. Und Telefonsachen haben wir. Was ich noch schauen wollte vorhin, aber es sieht gut aus, ist der Feuerlöscher hier. Also wie gesagt, wir haben einen Raketenabschussplatz. Wir haben eine Feuerstelle hier hinten versteckt. Und wir haben den Grill. Das sind alles potenzielle Gegenstände, die Feuer fangen können, und es wäre ja dann ja relativ doof, wenn da das Haus irgendwie abfackelt und durch die Feuermelder kommt dann die Feuerwehr und hilft mir beim Löschen. Ich habe jetzt schon hier einen Teich und ich mache noch so eine Art Naturteich da auf dieser Seite, wenn wir da schon dabei sind. So. Und dann kann ich hier zum Beispiel wieder eine, weiß auch nicht, so eine Dekolampe aufstellen. Und dann können wir hier ein paar Wasserpflanzen einsetzen. Hier zum Beispiel Seerosen oder es kommt dann noch ein Frosch. So Büsche sieht man auch gerne, so. Pappeln oder wie die auch heißen, oder so Bambussachen kurz. So. Das da ist dann, glaube ich, nicht mehr fürs Wasser. Nö. Vielleicht so etwas hier rundherum. Noch so ein bisschen Botanik. Ja. So. Das ist dann auch geregelt. Irgendwie, ich weiß nicht, wie ihr es habt, irgendwie passt mir der Boden nicht so, also dieses Gestein. Wobei es dann auch wieder zum Haus selbst passt. Aber ja gut, ich lasse es mal. Ich lasse es mal. Was ich noch machen kann, ist hier mit diesem Tool
den restlichen Boden ein bisschen begrünen, da wo Rasen ist. Dann nimmt man einfach dieses Tool da, also es heißt Gras, ja. Und dann fahre ich einfach über diese Stellen, wo es relativ dunkel ist, und dann wird es einfach so ein bisschen grüner, sprich das Gras wächst da ein bisschen besser. Auch hier zum Beispiel. So. Ein bisschen drehen. So. So. Ja, ich glaube, das Weitere, das kommt dann sowieso meist dann auch während dem Spielen. Das ist auch oft so, dass man da etwas baut und dann, wenn man spielt, merkt man, aha, der Sims ist nicht schlau genug, zum Beispiel um einen Pfosten zu gehen oder den direkten Weg zu nehmen. Da muss man oft nach einer Türe zusätzlich einbauen oder umbauen oder sonst einige Änderungen davon machen. Das ist dann während des Spiels. Ich glaube, ich bin soweit schon wieder durch trotzdem. Also wir haben die Umgebung gemacht, wir haben noch den Eingangsbereich gemacht hier, wir haben Pflanzen, wir haben im Garten, sehe ich gerade keinen Platz mehr, also das lassen wir halt sein. Ja, jetzt geht es dann einfach bei der nächsten Folge mal ein bisschen spielen zu lassen, mal die Sims einziehen zu lassen quasi. Ich habe vorhin mal kurz auf Play gedrückt, zum etwas schauen. Und dann sind sie schon weggelaufen da, sie wollten schon irgendwie etwas anschauen, gehen sie ja dann, aber sie sind zurückgepfiffen und hier auf die Straße gestellt, damit sie hier keine Dummheiten machen, weil ich ja noch mitten im Bauen bin. Das ist immer doof, wenn dann, ich sag jetzt mal, Gegenstände von der Benutzung besetzt sind und so weiter, oder dass Türen besetzt sind und ja, deshalb ist das so. Nein. Also, dann beende ich hier das Video jetzt trotzdem. Das sind dann gut 30 Minuten gewesen, etwas mehr. Und ich hoffe, ich kann euch das nächste Mal auch wieder begrüßen. Da werden wir, wie gesagt, die Sims einziehen lassen, mal ein bisschen spielen zu lassen. Vielleicht ein, zwei Sims-Tage durchgehen lassen. Mal schauen, wie es dann kommt. Und dann werd ich den Bau von diesem Haus da quasi dann abschließen. Und werde euch meine anderen Häuser oder das Sims allgemein ein bisschen mal zeigen. Wir werden sicher auch mal in die Stadt fahren noch, um ich habe ja noch Katzen geplant. Und müssen wir dann schauen. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video, und ich sage noch bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Die Sims auf Neues von Pascal. Bis dann, Dankeschön und tschüss.